Die Sommerferien sind vorbei, ja? Die Schulferien sind vorbei, inzwischen zumindest in den allermeisten Bundesländern. Für die Schüler ändert sich aber erstmal nichts. Der Unterricht fällt aus. Jetzt eben nicht wegen Ferien, sondern wegen Lehrermangel. Ja, Sie wissen, überall in Deutschland fehlen Lehrer. Viele Schüler fragen sich morgens, fuck, wo ist er? Also, wenn bei uns früher Lehrermangel geherrscht hat, das kam ja auch vor, dann war die Lehrkraft meistens am Kopierer oder im Raucherzimmer für 2-3 Stündchen. Heute sind die einfach nicht da, weil die Politik falsch gerechnet hat. Es gibt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung und da wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2025 eine Million Schülerinnen und Schüler mehr zur Schule gehen werden, als die Politik eingeplant hat. Eine Million mehr. Ist ein Ding, oder? Man weiß zwar exakt, wie viele Kinder in Deutschland geboren werden, aber wer zum Teufel kann damit rechnen, dass sie nach 6 Jahren alle in die Schule wollen? Es ist auch kompliziert. Gut. Wer so ein bisschen Ahnung von Bildung hat, der könnte 1 und 1 zusammenzählen. Aber wer 1 und 1 zusammenzählen kann, wird in Deutschland eben traditionell nicht Bildungspolitiker. Das gilt auch für unsere Bundesbildungsministerin und Mathe-Genie Johanna Wanka. Oh, jetzt muss ich addieren. Also 13 und 15. 40. 55 kriege ich raus hier, aber ich kann mich jetzt verrechnet haben. Kann zwar eigentlich rechnen, aber rechne weniger mit Zahlen. Also. Ja, okay. Mit Zahlen, nein, ich auch. Geht mir genauso, mit Zahlen ungern. Mit Äpfeln und Birnen, viel lieber. Das ist, mit den Fingern, okay, ja, mit Zahlen, nein. Die Kultusminister sagen, sie wären von diesem Schüleraufkommen überrascht worden. Sie sind nämlich erstens von den Flüchtlingen überrascht worden. Wer konnte ahnen, dass die Kinder mitbringen? Ja? Sie sind auch davon überrascht worden, dass die Familienpolitik der Bundesregierung offenbar zu mehr Geburten geführt hat. Das ist natürlich auch wirklich erstaunlich, dass da einfach mal was funktioniert. Ja, kann man nicht mit rechnen. Wahrscheinlich wird es so sein, vor jedem neuen Gesetz werden bald solche Fragebögen verteilt an die Bevölkerung. Hier, bitte ankreuzen. Wenn wir das Elterngeld um 10 Euro erhöhen, werde ich A. fröhlich, B. wuschig, C. spitz wie Nachbars Lumpi. Dann kann man wirklich sicher sein. So, jetzt also Riesenüberraschung, so ist die Situation. Wir haben viel zu viele Schüler, es werden noch mehr. Deswegen wird ja gerade in Deutschland alles, aber wirklich alles zum Lehrer gemacht, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Junger Mann für Unterricht gesucht. Sowas hängt gerade überall an den Schulen. Überall werden Quereinsteiger eingestellt, Leute, die nie auf Lehramt studiert haben, die nie diesen Beruf auch nur ansatzweise erlernt haben. Es werden auch alte Lehrer zurückgeholt aus der Pension. Die Lehrer sind zum Teil so alt, es gibt Orte, da wird Latein von Muttersprachlern unterrichtet. Und ich meine, Sie kennen dieses Land. Sie alle kennen Deutschland. Man kennt dieses Land. Es ist normalerweise so in Deutschland, es wird alles überprüft. Es wird alles zertifiziert. So ist Deutschland. Ja? Wenn man in einer Kneipe einen Stuhl vor die Tür stellen will, kommt 30 Mal das Ordnungsamt. Jedes Restaurant muss schließen, wenn in der Küche ein Silberfisch gesehen wird. Jedes Kondom wird einzeln vom TÜV überprüft, abgerollt, wieder aufgerollt, wieder abgerollt, wieder aufgerollt. An unseren Schulen kann sich jeder austoben. Das muss man sich mal in anderen Lebensbereichen vorstellen. Bei der Lufthansa zum Beispiel. Stellen Sie mal vor, ne? Liebe Passagiere, ich begrüße Sie auf unserem Flug. Ich bin Kapitän Schmidt. Wegen Pilotenmangel fliege ich Sie heute nach London. Darauf freue ich mich sehr. Ich kenne die Strecke noch aus dem Krieg. Unvorstellbar. Oder Sie liegen auf dem OP-Tisch und der Chirurg sagt, ja, Glückwunsch, ich mache das heute zum ersten Mal. Schwester, mal den Hammer für die Narkose und dann, ja, würde ich sagen, Rohrzange und eine 23er Muffe. Es wäre ein Skandal. In den Schulen ist das Normalität. Die Kultusministerkonferenz hat die Bertelsmann-Studie jetzt immerhin zur Kenntnis genommen und sie hat auch reagiert. Also, so wie sie halt reagiert, der Sprecher der Kultusministerkonferenz hier sagt Folgendes. Wir werden uns die Studie ganz genau angucken. Wir werden uns auch unsere Zahlen ganz genau angucken, die Mitte 2018 herauskommen. Und dann werden wir die nächsten Schritte ganz genau begutachten. Ja, macht euch nicht kaputt. Ne? Ganz genau angucken, dann nochmal ganz genau angucken und dann mal ganz genau begutachten. Ich meine,
Handeln wird ja auch wahnsinnig überschätzt.